Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Machtwechselbox von PA Sports. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Machtwechsel von PA Sports. Das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier eine schlichte Kartonbox. Also rundum in dieser Standard-Karton-Optik. Und auf der Oberseite haben wir einen Aufkleber. Hier haben wir einmal PA Sports abgebildet in nachdenklicher Pose, verschränkte Hände. Dann lesen wir hier Machtwechsel, Machtedition, PA Sports und links unten gibt es ja noch einen Barcode. Ja, das Ganze wie gesagt aus dem Jahr 2013, damals viele dieser Boxen in diesen anfänglichen Amazon-Editionen so schlicht in Kartonboxen. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal mit dabei ein Shirt, das Album an sich, dann haben wir ein Poster und einen Sticker. Gut, auch hier von innen wieder alles in dieser glattbraunen Kartonoptik. Machen wir mal wieder zu. Machen die Box zur Seite und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So, also so sieht das Album aus, Machtwechsel. Man muss dazu sagen, es gab da verschiedene Varianten der Albumversion. Also es gab einerseits das hier, das ist die sogenannte Machtedition, die ist in Rot. Die gab es meiner Meinung nach wirklich nur in dieser Box. Dann gab es die reguläre Version, also das Album, wenn man es regulär im Laden kauft, das war dann so blau. Und dann gab es noch eine Premium-Variante, die war in Schwarz. Ja, ich habe in dem Fall die Machtedition. Ich glaube, ich erinnere mich, das ist so quasi die hochwertigste, weil ja auch die Box dabei ist. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Es ist das dritte Album von PA Sports. Wir haben hier PA Sports in einem Zip-Hoodie. Darunter nochmals, also es sieht so aus, als würde sich hier spiegeln, allerdings ist das hier gebrochen, hier so Glassplitter zu sehen. Hier oben links lesen wir wieder PA Sports, dann haben wir so eine Skyline, also so hohe Gebäude im Hintergrund, plus, ja, es dürfte wohl die Sonne sein, die hier durch die Wolken bricht. Und rechts unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis. So sieht das von der Seite aus, Albumtitel und Albuminterpret. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals PA, in diesem Fall hier die Kapuze aufgesetzt und noch eine Nike-Kappe. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben insgesamt 19 Tracks an der Zahl. Und wir haben einige Features dabei. Wir haben Features von Casey Rebel, Raf Camora, BOZ, Mersat, Marashi. Dann haben wir hier noch ein Feature von Alpagan, Mo Mitchell und Fahrt. Also jede Menge Features, Album-Credits, Barcode und hier dann noch Social Media. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, wir haben hier PA mit einer schwarzen Collegejacke und dann hier die einzelnen Tracks aufgeschlüsselt. Also hier wirklich im Detail nochmal vermerkt, wer hat das Ganze produziert, wer hat gefeatured, also wer wurde gefeatured etc. Was ich glaube oder was ziemlich sicher ist, das komplette Album wurde damals produziert von Chana Khan. Das ist ein Produzent aus Wien. Nicht zu verwechseln mit diesem anderen Chana Khan, der ist Battle Rapper. Aber in diesem Fall Chana Khan, der Produzent, schreibt man auch anders. Also den schreibt man hier mit G-J-A-N-A-K-H-A-N. So sieht das aus. Also immer die einzelnen Tracks hier aufgeschlüsselt und dazwischen dann Fotos von PA Sports mit dabei. Recht düster von der Optik, also das Ganze sehr dunkel gehalten. Dann hier PA mit zwei Typen abgebildet, die ich jetzt so nicht kenne von der Optik. Dürfen aus einem privaten Umfeld sein. Weitere Tracks, weitere Fotos. Ja, also recht düster das Ganze. Dann haben wir hier eine sehr umfangreiche Danksagung.
die ich euch an dieser Stelle jetzt erspare. Grüße gehen raus hier noch. Okay. Oh, die letzte Zeile ist ja besonders schön. Ich grüße alle neidischen Hurensöhne. Hoffentlich erstickt ihr gerade an eurer eigenen Kotze. Ja, sehr nette Worte hier zum Abschluss. Dann haben wir hier auch noch, auch wenn man es sehr schwer sehen kann, PA Sports. Hier so dunkelgrau auf schwarz. Und dann wären wir durch mit dem Booklet. Dann kommen wir zum Album. So, die Album-CD sieht so aus wie auch schon das Cover. Hier lesen wir dann auch wieder Machtwechsel, Machtedition. Und hier dann noch PA in ja, mehr oder weniger Two-Face-Optik. Also hier der halbe Kopf, so Totenkopf, nur der Schädel übrig. Krasses Bild auf jeden Fall. So, dann haben wir einen Sticker. Und was mich sehr irritiert an diesem Sticker, wir kommen gleich zum Rest, aber was wir hier sehen, 25.01.2012. Ich weiß echt nicht, was hier passiert ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es einfach irgendwie ein Druckfehler ist, dass man das hier irgendwie falsch abgetippt hat. Denn das Album, kann ich euch sagen, kam am 25. Januar 2013. Und es ist auch spannend, dass das Ganze der Box beiliegt, denn für mich sieht das aus wie so ein Promo-Sticker oder Promo-Flyer. Es ist in dem Fall ein Sticker. Aber, wieso sage ich das? Wir haben hier einmal den Albumtitel, also PA Sports Machtwechsel. 25.01.2012, wie gesagt, sollte 2013 heißen. Dann haben wir hier die Features, die auf dem Album mit drauf sind. Und hier die drei verschiedenen Varianten. Also es ist echt so ein klassischer Promo-Sticker, den man irgendwie während der Album-Promo irgendwie in den Städten aufklebt und irgendwie an die Supporter verschickt, damit man das entsprechend hier den Leuten bewusst machen kann, hey Leute, am 25. kommt mein Album. Und dass man das hier in die Box getan hat, finde ich sehr spannend, denn die Leute, die die Box kaufen, die haben das ja schon. Also die haben das Album natürlich schon am Schirm, sonst hätten sie kaum die Box gekauft. Deswegen finde ich das als Boxen halt sehr interessant. Wie gesagt, zu dem Zahlendreher, keine Ahnung, was hier passiert ist. Hier unten das, was ich am Anfang angesprochen habe, hier haben wir die drei Versionen. Also Standardversion oder Edition in dem Fall, Premium-Edition und Macht-Edition. Hier seht ihr das. PA hier abgebildet in schwarz-roter College-Jacke. Das Ganze ist ein Sticker im Hochformat, hat so ungefähr Postkartengröße. Ja. Dann haben wir mit dabei ein Poster, das recht groß ist. Ja. Der Eindruck hat nicht getäuscht. Und zwar, ich möchte es jetzt irgendwie nicht einreißen. Jawohl. Also, hier haben wir ein Poster im Hochformat. Hier sehen wir PA. An eine Wand gelehnt wahrscheinlich. Sehr nahe sein Gesicht. Und hier unten links lesen wir dann noch PA Sports. Und dann haben wir auch noch das Nike-Logo, also den Swoosh von Nike hier recht groß abgebildet, der hier auf seiner Jacke drauf ist. Also, hier mit Schriftzug, mit Logo und hier PA Sports in Nahaufnahme. Das Ganze ist echt groß, also A2 müsste das sein, meines Wissens. Und das Ganze ist einseitig bedruckt und im Hochformat. Dann packen wir das Poster mal wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt, als Boxinhalt Nummer 4, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und das sieht so aus. Das Shirt ist in schwarz und weiß gehalten. Auch hier lesen wir wieder groß in der Mitte PA Sports. Auf der Rückseite haben wir keinen Aufdruck, also wirklich nur hier im Brustbereich bedruckt das Ganze, schwarz und weiß, klassisch gehalten. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar ist das einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Der Sticker zum Album und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl.
Das alles in dieser wunderbaren Box Machtwechsel von PA Sports. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.